Alter, ich sag's euch, ganz ehrlich. Gestern Eisenbahner. Ein bisschen demotiviert. Ich bin auf jeden Fall demotiviert. Ich wusste, dass ich nicht der Beste bin, aber so auf die Fresse kriegen, dass jetzt Not tat, ich weiß. Ich weiß wirklich nicht. Ich hole einfach ein paar Beutezüge ab und ich hoffe einfach das Beste. Einfach das Beste hoffen. Aber ich habe mich gestern echt gefragt, wie kann man so kassieren? Wie kann man so kassieren? Also irgendetwas mache ich ja falsch. Ich weiß noch nicht genau was. Ich habe jetzt eben gerade das Highlight-Video von meinem Kollegen geguckt. Da war auch, dass die 2-Vibe, der macht Doppelkills. Bin froh, wenn ich mit einem Magazin einen Gegner umlege. Ne? Und der macht mit einem Magazin 2 Leute weg. 2 Leute! Zwei! Die hatten Full Life, ne? Nicht, dass wir uns jetzt falsch erschienen. Deswegen wäre abgesnickt. Nee, nee. Aber werde ich ja salty, Alter, ne? Und werde mir ein paar. Die Frischlinge im Schmelztiegel nicht mehr so sein wie du. Ja, glaub mir, bei mir bist du an der falschen Adresse. Ja, dann begebe ich mich mal wieder in die Schmach. Nein, nicht dahin. Da ist keine Schmach. Das ist alles legitim. Hier ist die Schmach. Wo du komplett zerrissen wirst von allen Leuten, die schon Max-Level sind. Halt was, komm. Was soll's? Wir spielen einfach und gucken, was passiert. Einfach ganz gemütlich. Du liegst in Führung. Jawohl. Jawohl. Ein Angriff wie eine Einheit. Ein größerer Vorsprung. Euer größter Feind. Dass meine Teammates ihn nicht gesehen haben, ist ja absolut lächerlich. Absolut lächerlich. Okay, wo ist er? Zone A. Oh, er ist der Größte. Mann, weg! Mann! Mach ihn doch weg! Ich konzentriere mich lieber darauf, Zonen einzunehmen. Darum bin ich, glaube ich, besser aktuell. Direkt wieder Puls, Alter! Wow! Ich war wohl mal im guten Team. Oder hat einfach nur scheiß Gegner. Bin trotzdem. Ich habe trotzdem nur 3 Kills. Es ist unfassbar. Der eine hat 18 Kills. Also ich hatte ganz klar bei mir. Achso. Ich überlege meine Destiny 1 Zeit, Alter, PvP. Das lief richtig gut. Für mich. Aber mittlerweile, Destiny 2, ich weiß wirklich nicht, was ich hier falsch mache. Aber wenn es soweit ist, dass ich mir Tutorial-Videos angucken muss, wie man im PvP in Destiny besser wird, ne, dann kann ich auch gleich einen Sack zumachen. Vor allem, wenn ich überlege, wie ich in Call of Duty teilweise rasiere. Na, die 2 Abschüsse vorhin, das waren, glaube ich, gar nicht meine. Kann das sein? Kann das sein? Ja, das kann sein. Ne? Der ist aber aus Power-Level ankommt, ja, glaube ich sofort. Da glaube ich sofort, dass er sich aus Power-Level ankommt. Das merke ich in jedem Gunfight. Objektiv kann man sagen, ich habe hier eigentlich drin nichts zu suchen. So, mein Lichtlevel ist aber viel zu gering, als dass ich hier irgendwas zu melden hätte. Da sind 3, ich meine, fertig, mein bestes Eisenbahner-Match war 6 Abschüsse, wie auch immer ich die hingekriegt habe. Mein bestes Schmelzig-Match war 7, also so weit bin ich eigentlich gar nicht entfernt. Ich glaube, es liegt nicht am Lichtlevel, sondern ich bin einfach nur scheiße as fuck. Das ist noch nett ausgedrückt. Man schämt sich selber beim Zocken. Wenn dein MW mehr reißt als in Destiny, dann weißt du, du hast verschissen. Das Leben verwirrt. Erreicht nicht mal meine Super. Das ich fühle dich ja durch Abschüsse. Ich reiche nicht. Ich mache zu wenig Abschüsse. Eisenbanner. Die anderen erreichen es aber. Das ist hart scheiße. Das ist wie Titanfall, wo du einen Titan ein bisschen später kriegst. Sie kriegst ihn gar nicht. Stell dir vor, du spielst Titanfall 2 Materialschlacht und alle haben ihren Titan, nur du nicht, weil du hast zu wenig Kills gemacht. Das, bitte, das war richtig hart, bitte. Boah, ich mag auch keine Kills mit Titan, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Nee,
Na, oh, nee. Fängt schon mal gut an. Direkt Movement verkackt. Du hast Zone A erobert. Na, ich laufe wieder mit ihm mit. Ich laufe wieder mit meinen Jungs mit. Der Gegner hat Zone B beansprucht. Ich hab einen Abschluss gemacht. Ich bin der Geilste. Ein Angriff wie eine Einheit. Ja, wie eine Einheit. Einmal bei den Jungs bleiben. Einmal bei den Jungs bleiben. Zone C beansprucht. Das macht zwei. Okay, okay, okay. Langsam. Soll die Fresse halten. Scheißegal, Hauptsache Punkte. Punkte gemacht. Ich glaube, das war ein Kill, oder? Zone A erobert. Zwei Zonen gehören euch. Zone B verloren. Ach, ich bin alleine hier. Nö, nö, das machen wir lieber nicht. Idiot. Zone B erobert. Ihr habt den Zonenvorteil. Zone A verloren. Ganz ehrlich, wie schlecht muss man sein, gegen mich zu verkacken? Wie schlecht muss man sein? Keine Gnade für schwächere Gegner. Was scheinbar für sie alle gilt. Nö, ich hab ein bisschen Angst. Ich bleib lieber hinter meinen Mates, oder auch nicht. Na, oh, fuck, jetzt haben wir verkackt. Also ich hab verkackt. Oh, ich konnte mich retten. Ich bleib mal super. Ey, ich bin ja. Das ist eine gute Runde. Das ist eine gute Runde, ich freu mich. Ja. Ich brauch zwei Schläge, weil mein Lichtlevel so niedrig ist. Alter Falter. Jetzt wenn du super Chris, kannst du jedem nichts mitreißen. Ist das bitter. Das rede ich bitter. Oh. Jawoll! Ich bin Erster! In meinem Team! Das ist kein gutes Zeichen. Das ist gar kein gutes Zeichen. Ich bin nämlich scheiße. Das muss uns allen bewusst sein. Du hast Zone A erobert. Ihr habt den Zonenvorteil. Jo! Jetzt will ich's wissen. Alle zusammen. Jetzt will ich's wissen. Mit der Sniper, den so. Ich hab den so weggelasert. Oh. Du hast Zone B erobert. Ihr habt den Zonenvorteil. Euer Vorsprung ist noch größer geworden. Oh fuck. Doch es ist hinter mir. Nicht vorbei. Ein starkes. Aber ihn. Alles gut. Zone A verloren. Na, auf dann Zone C. Die machen, spielen, sie schießen so. Was ist das denn? Verdammt, die habe ich viel zu spät gesehen.
Das war Hedrich, sein Urgroßvater. Das Schlachtfeld gehört dir! Bring es zu Ende! Ich habe das zweite Mal meine Super-Ingo, stimmt hier nicht. Jawohl! Das Heulen des Wolfs ist vielleicht das Letzte, was du hörst. Läuft. Noch eine Minute. Da möchte ich mal gerne wissen, was gestern mit mir los war. 23 Kills? Ach komm, das kannst du deiner Oma erzählen. Als ob ich 23 Kills gemacht habe. Ich meine, komm, sieh das doch mal realistisch. Die 4-6er KD, ich. Nach dem, was ich da gestern abgeliefert habe. Nach dem, was ich eben gerade abgeliefert habe. Ist klar. Ich sollte am besten einfach die Fresse halten. Einfach das Maul halten. Das Beste, was ich tun kann. Einfach. Wir sprechen nicht drüber. Weitermachen.